Hallo liebe Schüler, hallo liebe Lehrer, wer es sich anguckt. Ich bin Gustav, ich unterrichte Klavier bei Tomatenklang. Wir haben seit kurzem ein neues Online-Tool, um Online-Unterricht weiterführen zu können. Das kann man erreichen auf unserer Website und ich möchte euch in diesem Video mal zeigen, wie das funktioniert. Dazu sei noch gesagt, dass wir mit diesem Tool gerade noch in der Beta-Version sind. Es könnte also sein, dass ein paar Links, die ich hier jetzt benutzen werde, in 2-3 Wochen nicht mehr ganz aktuell sind. Bitte wisst aber, dass neben dem Video hier oder darunter immer die aktuellen Links stehen, die ihr benutzen könnt, mit denen das auch funktioniert. Ja, ich bin jetzt hier in meinem Browser drin. Ich habe Google Chrome. Ihr könnt allerdings auch den Internet Explorer oder Mozilla Firefox, jeden Browser dafür benutzen. Ich bin auf diesen Link hier oben gegangen. Und zwar habe ich eingegeben tomatenklang.online. Und das ist gleich der erste Link, wo es sein könnte, dass sich der nochmal ändert. Lasst euch, wie gesagt, davon nicht verrückt machen. Ich jetzt als Lehrer mache jetzt hier einen neuen Chatroom auf. Das geht hier bei Start a New Meeting. Da gebe ich einfach mal meinen Namen ein und dann drücke ich Go und werde dann hierhin weitergeleitet. Wenn ihr Schüler seid, ist das etwas einfacher. Dazu werde ich gleich kommen. Ich musste jetzt hier gerade Passwort und Username eingeben. Das habe ich gerade mal rausgeschnitten. Und jetzt sind wir hier auch schon im Tool. Es ist folgendermaßen. Ihr Lehrer könnt euren Schülern einfach diesen Link, der hier oben steht, zukommen lassen und dann können die dort draufgehen und einfach am Unterricht teilnehmen. Alternativ kann man sich den Link hier unten auf diesem i anzeigen lassen. Da steht jetzt auch der Link und man kann von jedem Endgerät aus, also Smartphone, Tablet oder eben Browser, darauf zugreifen und in diese Session joinen. Noch eine Sache, die mir eingefallen ist, als ich dieses Fenster das erste Mal aufgemacht habe, hat mich der Browser nach der Berechtigung für mein Mikrofon gefragt und für meine Kamera. Das müsst ihr natürlich bestätigen, ansonsten werdet ihr kein Bild haben. Ich gehe jetzt mal hier auf diese drei Punkte und wechsle mal in den Fullscreen, damit wir ein schönes Bild haben. Und jetzt gehe ich hier auf Settings, um euch das kurz zu zeigen. Hier oben habe ich ausgewählt, mit welcher Kamera ich gerade mein Bild generieren möchte. Ich habe nur eine da oben dran, das ist mein Telefon. Aber in der Regel erkennt der Browser selbstständig, welche Kamera ihr dafür benutzen könnt. Und wenn ihr mehrere habt oder euch wundert, warum das Bild nicht hinhaut, guckt mal hier rauf. Was ich auch sehr mag, ist, dass man hier, ich habe ein Interface dran, über das ich meinen Ton in den Rechner schicke und ich kann hier also auswählen, welchen Kanal von diesem Interface ich benutzen möchte. Praktisch dabei ist, dass ich gleich mein Keyboard mit dran habe und das eigentlich auch ganz vernünftig klingen sollte. Ja, und zu guter Letzt könnt ihr noch auswählen, wo ihr denn den Audioausgang haben wollt und das ist auch sehr wichtig. Ich empfehle dabei übrigens immer Kopfhörer, weil das einfach die Nebengeräusche reduziert und das führt zu einer sicheren, guten Kommunikation. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze auf meinem Smartphone aussieht. Ich vermute, bei Mac und Apple ist es sehr ähnlich. Dort geht man in den App Store. Wir hier bei Android gehen in den Google Play Store und suchen nach Jitsi Meet. Das ist die App, mit der wir in Zusammenarbeit unser Online-Tool hier entwickelt haben. Die Installation und die Nutzung ist für Schüler kostenlos und das Einzige, was ihr bestätigen müsst, sind die üblichen App-Berechtigungen. Das kennt man ja von anderen Anwendungen. Hier bin ich jetzt auch schon in der App. Ich gebe hier einfach den Link ein, den ich vorhin in der URL-Leiste meines Browsers hatte. Oder man kann auch direkt dran teilnehmen, indem man nur den Konferenznamen eingibt. Ich empfehle immer den Link, es hat ein geringeres Fehlerpotenzial. Probiert's aus. Und dann seid ihr auch schon in der Sitzung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und ich hoffe, euch alle im Unterricht wiederzusehen. Ich finde, das klappt eigentlich ganz gut so. Und kommt gut durch die nächste Zeit. Bis bald.